الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، البابورة هايز إن شاء الله werden wir eine wichtige Stimme auch machen. Und das geht auch عقيدة normalerweise. حقيقة الشيعة وعقائدها. Die Wahrheit von Schiiten und ihre Glauben. Ja? Warum nehmen wir das Thema? Weil es gibt so viele Brüder, die haben keine Ahnung über diese Sachen. Es gibt Firaq al-Dalal. Al-Firaq al-Dalla. Die hat nicht mit, kann man auch sagen, hat nicht mit Islam zu tun. Ja? Und es gibt eine Sache, warum machen wir solche Sachen? Du sagst, okay, aber das geht mich nicht an. Doch, Allah, das geht uns alle an. Ja? Warum? Wenn du diese Sachen nicht kennst, kann sein, dass du irgendwann auch fällst. Du sagst, ja, kann sein, dass die Schiiten auch also Recht haben. Okay? Und auch eine Sache, Ta'ala Ta'ala, إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Es ist gut, wenn alle Muslime zusammen sind. Ha? Beste. Aber Muslime. Nicht jeder denkt nur an sich. Jeder sagt, ich habe das Recht. Aber wenn du mit ihm redest, wenn du auch tief suchst, was ihre Glauben haben, dann sagst du, Allah, die haben nicht mit Islam zu tun. Ja? Und auch Rasul sallallahu alaihi wasallam hat auch ein Hadith gesagt. Er hat gesagt, als er mit Sahaba war, er hat ein Lini gemacht. Und da hat er gesagt, Hada au hadihi hiya tariqu Allah. Das ist der Weg zu Allah. Und in diesem Weg, es gibt auch Ausgänge. Und bei jedem Ginge gibt es auch eine, oder jedem Gang gibt es eine, Shaitan. Macht auch Da'wah. Das heißt, nicht nur einer, sondern viele Ausgänge. Und hier, es gibt Sufismus, es gibt Qadianis, es gibt Schiiten, es gibt Baha'is, es gibt so viele Sachen, was wir nicht wissen. Und man muss immer sagen, Alhamdulillah, dass wir von Ahlus Sunnati wal Jama'a, von Ahlus Sunnati wal Jama'a, qala ta'ala, wa'atasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'atasimu billahi, diese Habl, die Seile von Allah, und dürft ihr nicht auseinander gehen. Aber was wir heutzutage erleben, es ist richtig Katastrophe. Wie gesagt, jeder sagt, wir sind nach Koran und Sunna. Jeder sagt, Allah, jeder, alles was ihr denkt, sagt, wir sind nach Al-Quran und Sunna. Aber in der Wahrheit, es gibt so viele schlechte Ziele, schlechte Zwecke. Okay? Warum? Weil es gab oder es gibt immer noch manche Gelehrte, die sagen, man muss mit Schiiten so ein bisschen einigen. Damals und heutzutage immer noch. Aber damals, viele Gelehrte haben nicht gewusst, was ihre was die Glauben von Schiiten haben. Welche Aqidah haben die?
Warum? Weil die meisten Schuyuch, die haben nicht über die Sachen auch also gelernt. Die waren richtig beschäftigt, aber mit anderen Sachen, mit Fiqh, mit Tawhid und so Sachen, aber über die anderen Firak, andere Gruppen, die haben nichts zu tun gehabt. Okay? Und auch manchen von Schiiten und auch von Ahle Sunnah und Jama'a, die Schiiten, die sagen, man kann mit euch reden, aber müsst ihr auf alle Sachen, was ihr glaubt, verzichten. Wir haben Recht. Wie kann das sein? Die sagen, wir haben Recht. Wir folgen Ar-Rasulullah richtig. Ihr nicht. Und das ist total, total falsch. Warum? Weil die denken oder die sagen, uns müsst ihr uns folgen. Weil wir richtig Ar-Rasulullah folgen und auch seine Familie, sein Ahlul Bayt auch richtig folgen. Und das ist total, total falsch. Warum? Es gibt auch so viele Beweise. Ein Beispiel, da war auch eine Zeitung, heißt Risalatul Islam. Und da ein Scheich, der wollte mit anderen Scheich von Schiiten so reden, damit er ein Debatt machen. Und während diesem Debatt, also sagen wir mal eine Woche, hat ihm gesagt, okay, nächste Woche kann man wieder uns treffen. Und in dieser Woche hat er diese Schiri hat ein Buch über Abu Huraira geschrieben. Und in diesem Buch, der schimpft Abu Huraira, radiyallahu anhu, und der sagt, dass er ein Munafiq ist, dass er ein Kafir ist. Sogar auch hat er gesagt, qala Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Hat er gesagt, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass Abu Huraira ein richtiger Munafiq, ein richtiger Kafir und seine Stelle ist in Jahannam. Wie kann das sein? Das heißt, die haben uns gemeint. Wenn du sagst, dass Abu Huraira Kafir oder Munafiq, wie viele Hadithen hat uns gebracht Abu Huraira, radiyallahu anhu? Das heißt, alle Hadithen sind falsch. Das heißt, wenn alle Hadithen falsch sind, es gibt keinen Islam. Oder? Es gibt keinen Islam. Das heißt, die kämpfen, dass kein Islam mehr auf dieser Erde gibt. Obwohl die sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, aber es gibt wieder was hinten. Ja? Einer von denen hat er gesagt, wenn Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam über Ahkam Shar'iyya, wenn er sagt uns über As-Salat, über Al-Hajj, As-Siyam, wenn er ein Hadith gesagt hat, von diesen Sachen kann man nehmen, aber was alles mit Ghaib zu tun hat, man darf nicht von Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam nehmen. Alles, was mit Verborgen zu tun hat, Al-Jannah zum Beispiel, Jahannam, Hur al-Ain, alles, was Khalqu al-Samawati wal-Ard, hat er gesagt, man darf von Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam nicht nehmen. Und die sind normalerweise, sage ich, Wallahi, Gegenteil. Die sagen, dass die Imamen von denen, die können Ghaib, aber Rasul sallallahu alaihi wa sallam nicht. Wie kann das sein? Obwohl Ar-Rasul, er kann auch kein Ghaib. Nur wenn Allah ihm erlaubt hat. Nur wenn Allah ihm gesagt hat, dann ja. Kama qala ta'ala fi surati al-jinn. Keiner kann Ghaib wissen, nur wenn Allah das will. Dann ja. Auch von seinen Propheten. Okay? Erste Sache ist jetzt Ta'rifu al-Shi'a. Was heißt das Shi'a? Ta'rifu Al-Shia und wann ist gegründet? Al-Shia heißt Al-Ansar. Al-Ansar oder Al-Atba'a. Schau mal, als Rasul in Medina kam, wer hat ihm geholfen? Sahaba, die in Medina sind, die heißen Ansar, die haben ihm geholfen. Ja, die haben ihm
geholfen und dann auch ihm gefolgt. Das heißt, Aschia heißt, wenn du etwas machst und andere Brüder dich folgen oder dir helfen, heißt Aschia, Arabisch. Das ist sprachlich. Heißt so. Qala ta'ala als Beweis in Surat al-Safat, Nummer 83, وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ. Aha, Allah hier hat gemeint Nuh alayhi salam. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ. Das heißt, alles was Nuh alayhi salam gemacht hat, Ibrahim alayhi salam hat auch die gleiche Weg auch gefolgt. Das heißt, alles was Nuh alayhi salam gemacht hat, nach ihm kam wieder Ibrahim alayhi salam und hat weiter gemacht. Okay? Aber jetzt Aschia, also Schar'an, Istilahan, was islamisch das heißt. Ibn Khaldun. Kennt ihr Ibn Khaldun? Ibn Khaldun auch ein großer Gelehrter. Der ist aus Tunesien. Und der hat in seinem Buch geschrieben, sein Buch heißt Al-Muqaddimah. Heißt Muqaddimat Ibn Khaldun. Dieses Buch ist sehr, sehr wichtig. Wallahi, sehr, sehr wichtig. Er hat gesagt, tutlaqu fi urfi al-fuqaha, das heißt, al-Shia heißt, islamisch, bei Fuqaha heißt, min al-Khalaf wal-Salaf, min al-Salafi wal-Khalaf, das heißt, damals und heute, heißt, die Leute, die gesagt haben, dass Ali radiyallahu anhu muss erste Khalifa sein. Nicht Abu Bakr, radiyallahu anhu. Da haben gesagt, das war alles falsch. Normalerweise, Abu Bakr, er darf nicht erste Khalifa sein, sondern Ali, radiyallahu anhu. Das heißt, wenn jemand solche Gedanken hat, oder solche Glaube hat, du kannst ihm laut nennen, du bist ein Schi'i. Du bist ein Schi'i. Und madhabuhum jami'an, das heißt, diese Madhab, متفقين على أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض